Moin Leute, mein Name ist Johnny Akaso, Dilett, und heute schauen wir uns die Macht des Pferdeclans an. Ich persönlich spiele den Clan sehr gerne, weil der Clan eine gute Aggro aufbauen kann und sich militärisch auch nicht verstecken muss. Wie spielst du denn den Pferdeclan am liebsten? Schreib es jetzt in die Kommentare und bleib danach einfach dran, um die wahre Stärke des Pferdeclans zu entdecken. Wir werden uns zu Beginn die Grundzüge des Clans angucken, gefolgt von einer Build, Lore und Upgrade Order, und danach gehen wir auf das Militär ein. Abschließend schauen wir uns noch die Stärken und Schwächen an und sagen, wann der Pferdeclan am besten funktioniert. Der Clan ist nicht schwierig zu spielen. Mit nur einem Stern ist er sehr anfängerfreundlich. Ganz nach dem Motto Easy to play and hard to master geht die Lernkurve trotzdem steil nach oben. Im Bereich Echo und Militär kann sich der Clan mit zwei Sternen auch durchaus zeigen. Nur im Bereich Support ist er nicht allzu stark. Die Startboni sind, dass du weder Schmiedemeister noch Minen bauen kannst. Dafür hast du dann zwei Kriegsanführer, Aydra und Brock, die in der Schmiede für 150 Kronen gekauft werden können. Diese können dann 20% schneller sowohl Erz abbauen als auch schmieden. Und Gebäude können sie auch bauen und reparieren. Aydra bekommt noch einen 30% Bonus auf Gebäude und Brock 30% aufs Schmieden. Man sieht hier schon direkt, dass man die beiden früh holen will. Ab 200 Ruhm schmieden und meinen unsere Kriegsanführer 50% schneller, wenn sie im selben Gebiet sind. Außerdem kann man durch das Verkaufen von Stein und Eisen 20% mehr Kronen erwirtschaften, dein Handelspartner bekommt die doppelte Menge von den Ressourcen und neutrale Fraktionen nehmen den Handelsweg auch immer an. Ab 500 Ruhm bekommen die Gebiete mit oder neben einem Relikt einen 15% Produktionsbonus und es spawnen noch zwei Stein- und Erzvorkommen. Unser Relikt, Dein's Life und Türfing, bufft unsere Kriegsanführer ganz einfach um 20%. Wie man sieht, wollen wir also möglichst schnell unsere Helden kriegen und dafür brauchen wir in erster Linie Geld. Nichtsdestotrotz fangen wir mit dem Speerhaus an und erkunden zuerst alle Gebiete um das Startgebiet. Wenn wir da eine Ruine oder einen Schiffswrack finden, gehen wir da drauf, ansonsten bauen wir einen Langschiffdock und schicken sofort zwei Arbeiter auf Plünderzug. Anschließend bauen wir ein Haus, nicht auf dem Stadtgebiet, ein Holzfäller und die Schmiede. Die Holzfällerhütte kann im Stadtgebiet gebaut werden, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Jetzt sollten wir alles haben, um so schnell wie möglich den ersten Helden zu bekommen. Danach brauchen wir Nahrung, also bauen wir dafür was. Wenn man aber Schafe hat, kann man die auch zuerst aufbrauchen. Ansonsten bauen wir natürlich unsere zweite Holzfällerhütte, weil wir sehr viel Holz brauchen. Spätestens danach muss aber die eine richtige Nahrungsquelle und am besten ein Silo her. Dabei kann der Pferdeclan anfangs effizient mit einem Nahrungsgebäude ausgehen, weil wir Arbeiter weiter Nahrung sammeln lassen können, anstatt zum Beispiel in die Mine zu schicken. Genau, und jetzt im Optimalfall vorm ersten Winter sollten wir genug Ressourcen für den ersten Helden haben. Und anschließend ein zweites Haus und Langschiffdock. Wenn man aber kein zweites Küstengebiet hat, muss man reagieren und einen Händler bauen. An dieser Stelle kann man auch überlegen, seinen Langschiffdock abzureißen und stattdessen einen zweiten Händler zu bauen. Mit unserem Kriegsanführer beseitigen wir zuerst anliegende Camps und meinen Eisen. 10 Stück, um anschließend die Seefahrer abzucraden. Bis zum zweiten Helden bauen wir dann unsere ersten Militärgebäude und ruhig auch Heiler. Üblicherweise baut man auch normale Krieger. Wenn man aber Axtwerfer bevorzugt oder gegen den Drachenclan spielt, kann man auch gerne diese bauen. Zum Schluss bauen wir weiter Häuser und unsere Echo aus. Damit stehen uns viele Siegmöglichkeiten offen. Je nach Map und Gegner kann man auf den Handelssieg gehen oder ganz letztlich auf Vorherrschaft. Wir starten auf jeden Fall mit Excavation, gefolgt von Shipbuilding. Wenn wir aber kein zweites Küstengebiet haben, gehen wir auf Coinage. Excavation ist aber extrem wichtig, damit wir schneller Wissen generieren. Danach holen wir Carpentry Mastery und Quality of Life. Damit kann man die Gebäude leichter upgraden und wird mit Zufriedenheit belohnt. Anschließend holen wir Sharp Axes und Verlant Fire. Unser erstes Blessing wird dann natürlich Yord's Blessing sein. Damit können wir uns anschließend direkt das Relikt holen. Und durch Verlant Fire kriegen wir durch das Schmieden von Werkzeugen, Waffen und Relikten Ruhm, was natürlich ganz geil ist. Und unsere Werkzeuge geben nochmal einen 10% Produktionsbonus. Wenn wir jetzt wenig Akku haben, können wir weitermachen mit Recruitment und Ancestral Influence. Ancestral Influence gibt uns dabei die Möglichkeit, ein zweites Relikt zu bauen. Wenn wir aber viel Druck haben, gehen wir hier diesen Militärstrang lang, holen uns Weaponsmith, Warcodes, Feeling Safe, Baldes Blessing und anschließend Legendary Heroes. Damit buffen wir unsere Armee so gut und kriegen auch so viel Zufriedenheit, dass wir einfach danach gut kämpfen und auch zufrieden sind. Und anschließend haben wir natürlich Recruitment und Ancestral Influence. Die ganze Lore Order habe ich hier auf NorseGod.club gemacht. Ist mega cool und der Link dazu ist auch in der Video. So, jetzt nochmal im Detail, was wir mit unserem Eisen und unserem Stein machen wollen.
Mit dem ersten Helden holen wir 10 Eisen und anschließend direkt das Seefahrer-Upgrade. Danach graden wir unsere Einheiten ab, die Nahrung produziert. Damit soll die Nahrungs- und Goldproduktion stehen, sodass wir Stein meinen können, bis wir Carpentry Mastery haben und unsere Clanhütte ausbauen können. Jetzt wollen wir das Langschiff-Dock upgraden und Quality of Life maximal nutzen. Also graden wir auch einzelne Gebäude pro Gebiet ab, die kein Haus sind, um unsere Zufriedenheit hochzuhalten. Dabei kann man seinen Speerposten aus dem Startgebiet abreißen und in ein anderes bauen, um diesen Bonus zu erhalten. Wichtig sind natürlich die Nahrungsgebäude. Unsere Holzfällerhütten müssen nicht unbedingt abgegradet werden, weil in der Regel auch 2 Hütten reichen. Mit Eisen und Yord's Blessing wollen wir direkt unser Relikt holen. Überflüssiger Stein geht anschließend immer in Militärsgebäude. Apropos Militär. Hier funktioniert der Pfad Leadership sehr gut mit dem Pferdeclan. Stelle 2 Helden, bekommst du 2 Bodyguards zum Verteidigen deiner Gebäude. Im späteren Spielverlauf profitieren deine Kriegsanführer von den geschmiedeten Waffen, welche du sowieso schmiedest. Ab 3000 Militärerfahrung buffen deine Helden deine Krieger auch noch, wodurch sie sehr tanky werden. Die Stärken des Pferdeclans sind schnell aufgezählt. Deine Kriegsentführer sind super effizient in vielen Bereichen. Sie sind nicht nur etwas günstiger, weil sie kein Eisen kosten. Sie sorgen auch dafür, dass andere Dorfbewohner besser eingesetzt werden können. Und man hat pro Gebiet, wo man eine Mine hinbauen müsste, ein Gebäude mehr. Darüber hinaus ist das zweite Relikt auch sehr, sehr stark, weil der Clan dadurch einen extra Boost in die richtige Richtung macht. Sei es Militär, Handel oder Glauben. Militärisch macht der Clan auch was her. Allein durch die ganzen Upgrades. Denn hier hast du in der Regel immer mehr Upgrades wie dein Gegner, weil du einfach mehr Ressourcen hast. Was Upgrades angeht, bist du sowieso deinem Gegner immer einen Schritt voraus. Da du auch früh auf Gold gehst, wirst du keine Probleme haben, eine Armee aufzubauen und früh anzugreifen. Die Schwächen vom Clan sind überschaubar. Einmal kann er anderen Mitspielern nicht so gut helfen wie andere Clans. Darüber hinaus kann Druck am Anfang vom Spiel dem Pferdeclan die Hölle heiß machen. Wenn man es nicht schafft, eine ordentliche Echo aufzubauen und beide Helden auszubilden, kannst du schon erhebliche Probleme bekommen. Dabei sind die Helden eine Stärke, aber auch eine Schwäche. Ein Kriegsführer alleine ist schwächer als andere alleine und du bist brutal von denen abhängig. Ohne sie kannst du nicht meinen oder schmieden, was du nicht vergessen darfst. Denn unter Druck bekommst du richtig Probleme. Ich würde gegen den Clan also definitiv den Schlangen- oder Adler-Clan picken. Mit dem Pferdeclan bist du also breit aufgestellt und kannst schnell auf die Map reagieren. Wenn du dann dein Early Game noch gut spielst, bist du fast unaufhaltsam und kannst deinen Gegner überrennen. Wenn du aber früh Druck bekommst, kann der Gegner dich genauso gut überrennen. Ich hoffe, dir hat der Guide zum Pferdeclan gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den nächsten Guide zum nächsten Clan.